Ja, lieber Frank, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner 20. Folge. Meine Güte, 20 Folgen, eine halbe Stunde sind ja schon 10 Stunden Hörspiel-Power. Meine Güte, wer will das alles hören? Also, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg, noch ganz viele weitere Folgen für die Zukunftschroniken und ich hoffe, dass du wie immer heißen Stoff hast, den man lektorieren, einsprechen und auch hinterher hören kann. Ja, also, ich wünsche dir auf jeden Fall noch gutes Gelingen weiterhin und natürlich auch ganz viel Spaß beim Schreiben. Das war's schon. Bis denn. Tschüssi. 20 Folgen der Zukunftschroniken. Frank Hammerschmidt, da hast du ganz schön was auf die Beine gestellt. Ich muss sagen, für mich ist es immer ein absolutes Highlight, wenn eine neue Ausschreibung zu einem Casting der Zukunftschroniken kommt. Ich sitze dann gleich da, scrolle durch die Rollen durch und denke mir, wen könnte ich mir denn in welcher Rolle vorstellen? Und bin jedes Mal wieder baff, wie die Leute das interpretieren, welche Stimmungen sie reinbringen. Und welche Facetten von ihnen zum Vorschein kommen. Jede Geschichte ist anders. Worauf man sich aber verlassen kann, das ist wirklich die hohe Qualität, die hier zutage tritt. Und zwar nicht nur von der Geschichte selbst, sondern auch von den Sprechern, von der Musik, von der ganzen Geräuschkulisse, dem Cover, die ganze Bearbeitung, die Organisation um das Ganze. Und ich hoffe, dass noch ganz, ganz, ganz viele weitere Folgen erscheinen werden. Also, Frank Hammerschmidt, brav hinsetzen und weiterschreiben und die Hörer brav hinsetzen und weiter zuhören. Man hört sich. Tschüss, Birgit Arnold. Hallo, mein Name ist Lisa Kardinale. Ich spreche mit Steffi Preis und Jan Langer in einer der Hauptrollen von White Trash Area. Ich habe mich sehr gefreut, als ich damals eine Nachricht von Frank Hammerschmidt erhalten habe, in der er mir mitteilte, dass ich nun endlich auch eine Rolle in den Zukunftschroniken sprechen darf. Bei allen Mitwirkenden möchte ich mich bedanken. Ihr macht einen super Job. Macht weiter so. Bis bald. Hallo Massen und herzlich willkommen zum, wie nennen wir das? Hörspiel-Podcast? Zum Regisseurenaustausch? Zum. Hallo. Titel kommt später. Mit mir dabei sind der das Ganze hier angeleiert hat und uns das aufgezwungen hat, der Frank Hammerschmidt. Ja, hallo. Der Marek Schädel. Guten Tag. Und last but not least, Daniel Schiepe. Hallöchen. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen, wie schon angedeutet, auf Drängen, auf Bitten, auf Flehen, wie immer man das jetzt ausdrücken möchte, vom lieben Frank. Frank, warum eigentlich? Warum sind wir hier? Was tun wir hier? Weil ich euch gedroht habe. Okay, das legt den Grund dar, aber nicht das, was wir hier tun. Weswegen hast du uns gedroht? Warum tust du uns das an? Ja, ich möchte mal wissen, so wie ihr so beim Schnitt vorgeht und so Sachen. Ach so. Gott sei Dank. Genau, denn wie vielleicht ein paar der Zuhörenden wissen, wir sind alle vier im Hörspielbereich tätig. Der Frank primär als Regisseur, Organisator und Schreiber. Ich selbst als alles. Außer Musiker. Wie ist das mit euch beiden, Daniel und Marek? Ich denke, wir gehen alphabetisch vor. Also, Daniel, was tust du so bei dem ganzen Hörspiel-Döns? Also, ich selber schreibe auch Geschichten, Hörspielskripte, die ich dann auch ja eigentlich komplett umsetze. Also, ich habe mich auch als Sprecher versucht, mit mäßigem Erfolg. Ich mache dann in erster Linie den Schnitt, die Vertonung, und wenn die Zeit es zulässt, auch den Soundtrack. Und Marek? Ja, eigentlich
fast dasselbe, bis auf den Soundtrack. Also ich erfinde Geschichten, ich schreibe, ich cutte, ich spreche auch. Allerdings nicht so oft und so viel. Das Übliche, man mag seine Stimme nicht so gerne wie vielleicht andere. Aber ich habe ganz viel Spaß am Cutten und manchmal mache ich auch ein bisschen Musik, aber ich traue mir das nicht immer zu. Okay. Ich muss gerade überlegen, wie wir jetzt am besten weitermachen. Ich würde jetzt einfach mal Frank die Pistole auf die Brust setzen. Frank, oh, warum wir? andersrum gefragt, wie bist du überhaupt zu dem Ganzen gekommen, dass wir jetzt hier sitzen und dass du angefangen hast zu schreiben und gedönst? Du hast ja mehrere Serien, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und wie kommt es dazu? Was macht dich so kreativ? Also, ja, zu den Zukunftschroniken bin ich gekommen durch Joki. Joki Schuld. Und zwar habe ich mit ihm die Reihe Scary Stories gemacht. Und dann meinte er irgendwann mal, wie wäre es denn, wenn wir mal eine Science-Fiction-Serie machen? Und da ich ja keine Serie machen wollte, weil ja die Sprecher auch immer mal wieder ausfallen und so und ich kein Freund davon bin, wenn man die Sprecher einfach austauscht, deswegen dachte ich, mache ich mal eine Reihe so wie Outer Limits oder sowas damals aus dem Fernsehen. Ja, und dann habe ich angefangen vor, ich glaube, 3 Jahren. Und was sind da so aus deiner Sicht deine Lieblingsschwerpunkte? Du hast ja selbst schon die Zukunftschroniken genannt, das geht also eher in den Bereich Science Fiction. Dann gibt's ja noch, wofür ich auch schon gearbeitet habe, Backwood, was ja irgendwo in einem, vielleicht nicht in einem Gesamtkontext, aber doch in einer Art Franchise zusammengefasst ist. Du bist ja in eigentlich allen Genres zu Hause. Warum? Wieso? Was, weißt du? Nicht in allen. Es sollte zumindest was Fantastisches dabei sein. Also Science Fiction, Horror, Fantasy. Also einfach nur komplett basierend auf persönlichen Interessen und Präferenzen. Genau, ja. Also das ist auch das, was ich lese, gucke und höre. Daniel, wie ist das bei dir? Wie bist du in dieses ganze Hörspielgedöns reingerutscht und was sind da so deine Präferenzen? Also ich habe eigentlich schon vor, ich glaube, 10 Jahren hatte ich geplant, mein allererstes Hörspiel zu machen. Als Kassettenkind und Hörspielfan dachte ich, ja, warum nicht mein eigenes schreiben? Hat einfach da nie funktioniert, weil man fürs erste Projekt sich viel zu viel vorgenommen hat und dann hatte doch keiner Bock. Und ich habe dann 2015 mit meinem Ohrenkino angefangen, meine eigene Geschichte einfach mal umzusetzen. Komplett aus dem Freundeskreis, einfach die Leute eingeladen, kommt bei mir ins Wohnzimmer vorbei, ich habe hier ein Mikro stehen und es war einfach, ich hatte da Bock drauf, eigene Hörspiele zu machen, weil Ideen sind da und ich selber stehe persönlich auf Horror, Mystery, deswegen mein erstes Hörspiel war ein Mystery-Thriller, der im Ruhrpott spielt, meine Heimat. Und naja, dann habe ich gedacht, ach, das könnte man jetzt weitermachen und bin dann auch irgendwann ins Hörspielprojekt geschlittert, einfach weil da Gleichgesinnte sind. Da habe ich ja auch den Frank getroffen und durfte ja auch eine Zukunftschroniken auch schon cutten. Der Rest ist Geschichte. Marek, wie lief das bei dir ab? Ach, das war eigentlich ganz ähnlich. Allerdings bin ich kein Kassettenkind, muss ich sagen. Also wir haben zwar früher auch ein Hörspiel gehört. Tatsache. So. Ketzer! Aber wir hatten Platten. So, wir hatten keine Kassetten. Okay, das rehabilitiert dich wieder. Genau. Also das waren aber wirklich nur Märchen und so ein Kram. Das war ganz früher, damit hatte ich nichts zu tun. Es war nicht der Grund, warum ich dann später jetzt Hörspiele gemacht habe, sondern einfach, weil ich gerne geschrieben habe und weil mir das nie ausgereicht hat, mit dem Skript oder mit den Geschichten, die ich hatte, dann fertig zu sein, weil sie dann eben in der Schublade rumlagen. Und irgendwann habe ich dann größere Sachen geschrieben und dann gedacht, ja, welches Medium ist am besten oder am billigsten? Und das war es natürlich dann.
Ich bin dann zum Forum gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, also ich brauche Sprecher und dort waren auch so viele begeisterte Leute dabei, dass ich gesagt habe, hier bist du genau richtig. Ich hatte ein Skript, da hatte ich sehr lange dran gearbeitet. Ist bis heute noch nicht fertig, das Hörspiel, aber naja, ein paar andere habe ich jetzt schon gemacht. Das ist wirklich mir am wichtigsten gewesen und das sollte fertig werden. Deswegen bin ich ins Forum gekommen, einfach weil ich Leute gesucht habe, die da mitmachen. Und das ist jetzt ein bisschen Krimi-Thriller-mäßig, aber ich habe ja auch schon andere Sachen versucht. Also ein bisschen ja, Drama-mäßig, ein bisschen Horror, naja. Aber ist eigentlich egal, das Genre ist egal, Hauptsache die Geschichte ist interessant und spannend. Schreiben tue ich ja auch recht viel, aber ich verwerfe auch ganz viel. Deswegen ist es cool, dass ich bei Frank immer noch eine Möglichkeit habe, irgendwas zu cutten, weil ich das einfach so gerne mache. Und ja, jetzt ist man eben mittendrin, ne? Mittendrin statt nur dabei. Genau. Ja, bei mir war es eigentlich insgesamt auch relativ ähnlich. Ich habe Blut geleckt sozusagen während meiner Ausbildung, irgendwo so 2004 bis 2006 rum. Da habe ich dann richtig damit losgelegt. Da mussten wir in der Berufsschule eine Buchbesprechung machen und ja, es gab von dem Buch, das ich gemacht habe, gab es meines Wissens nach zu dem Zeitpunkt kein Hörbuch oder ähnliches. Und da habe ich die Textstelle einfach selbst eingesprochen, die wir als Beispiel geben sollten. Auf CD gebrannt, Musik drunter geschmissen und ja, ist gut angekommen. Und ich wurde dann gefragt, ob ich das nicht auch für das ganze Buch machen könne. Und 6 Jahre später war es dann fertig, so ungefähr. Aber in diesen 6 Jahren habe ich dann halt auch total Blut geleckt und das dann eben auch auf meinen YouTube-Kanal ausgeweitet. Und ja, wurde dann von einem Hörtalk-Mitglied, Hörspielprojekt-Mitglied gefragt, hey, hast nicht Bock bei uns mitzumachen? Und ja, habe ich gemacht und bin dann dabei geblieben. Und dann ist der gute Frank auch auf mich aufmerksam geworden. Zunächst als Sprecher. Das war Polysporangiophyten, oder, Frank? Hey, und korrekt ausgesprochen. Ich habe meine Momente. Ich habe mich gut vorbereitet auf diese Sendung. Und bin dann von da auch in den Cut noch mit reingegangen. Und ja, läuft ganz gut soweit. Ja, da jetzt niemand mehr drauf was gesagt hat, komme ich jetzt einfach mal zu dem Grundthema, das Frank angestrebt hat, nämlich wie gehen wir beim Schneiden vor? Ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal einfach an, mit welchem Programm wir arbeiten, weil jeder Jack ist anders und ja, Daniel, was tust du so? Welches Programm benutzt du und so weiter? Also, ich benutze Cubase Elements, hat einfach ist einfach recht günstig. Das Pro habe ich mir nie gegönnt, ist mir einfach ein bisschen zu teuer. Und für meine Projekte hat es bisher auch immer ausgereicht. Also, es kommt mal vor, dass man mit der Begrenzung 48 Spuren ein bisschen kreativ sein muss. Aber Ja. aber für mich muss ich sagen, ist es in Ordnung. Ich bin aber aktuell dabei, mal nach links und rechts zu gucken, einfach um Neues auszuprobieren. Als nächstes würde ich mir wahrscheinlich Sonar Artist einmal genauer anschauen, weil da gibt es direkt 64 Spuren, also ein paar Spuren mehr. Aber hauptsächlich arbeite ich in Cubase, auch was Musik und so weiter angeht. Da arbeite ich auch mit Cubase und habe mir. Da muss ich sagen, habe ich mir die Native Instruments Collection gegönnt, die große. Ja, und tschau, das sind so meine Programme eigentlich. Dann natürlich zum Takes bearbeiten, entweder Adobe Audition oder Audacity. Das wären so meine Programme. Hattest du mit denen dann auch angefangen? Also waren das wirklich deine ersten Wahlen oder was waren so deine Frühsünden? Ich bin tatsächlich Cubase seit Version 4 bin ich dabei. Ich habe damals Alter. ich habe damals mich an elektronischer Musik versucht und naja, ein Kumpel hatte gesagt, du, ich habe hier noch Cubase 4, kannst du haben. Und dann habe ich mir das draufgezogen und seitdem bin ich eigentlich bei Cubase. Ich habe dann noch 6 hatte ich dann, glaube ich, noch in der Vollversion mir ein Update gekauft und bin dann allerdings zu Elements gewechselt, weil, naja, mir ist dieser Lizenz USB-Stick abhanden gekommen
Und naja, dann, ich habe bei Cubase bin ich dann einfach geblieben, weil irgendwann kennt man ja seine ganzen Kniffe, seine Tricks und man hat sich da so ein bisschen eingearbeitet und da gab es eigentlich auch keinen Grund zu wechseln. Also, und ich würde jetzt auch tatsächlich nicht wechseln, weil ich Cubase doof finde, sondern einfach, ich will nur gucken, was die anderen Programme so können. Das ist eigentlich alles. Marek, wie ist es bei dir? Also ich hatte eine, glaube Testversion sogar von Magic's Music Maker von 2007, glaube ich. Und damit habe ich ein bisschen angefangen. Outer City habe ich auch noch. Das nehme ich auch zum Textbearbeiten. Ich habe mich dann aber ganz schnell dann auch in Samplitude Music Studio 2014 verliebt und hoffe, das hält noch ewig, weil das ist einfach super. Ich bin auch nicht so hyper, mega, tausendprozentig technikaffin. Also ich bin froh, wenn ich was habe und das funktioniert. Und dann weiß ich, dass ich mich drauf verlassen kann. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Und ich weiß auch nicht, wie viele Spuren es hat. Ich habe bislang nur 30, glaube ich, benutzt, höchstens mal in einer Szene. Technikaffin ist ein gutes Stichwort, da kommen wir gleich vielleicht auch noch drauf. Weil gerade bei uns im Forum wird das ja immer öfters Thema mit irgendwelchen Frequenzen und mit herausstechenden Stimmen. Ich habe die Fachterminologie noch gar nicht drauf und dabei mache ich eine Umschulung in dem Scheiß. Wie steht ihr zu diesem ja, Technikgedrechsel, sage ich mal. Findet ihr das wichtig, dass ihr also die komplette Technik mit allen Funktionen und sowas beherrscht, oder ist euch das Ergebnis letzten Endes wichtiger, oder habt ihr da ganz andere Vorlieben? Also mein Ansatz ist eigentlich, dass ich grundsätzlich versuche, ja ganz naturalistisch zu arbeiten. Das bedeutet, also ich mag ja den Raum gern hören in einer Szene. Also da ist eben dieser Raum dort und der sollte sich auch räumlich anhören und so weiter. Und da kann man am besten sowieso die Sounds besser selber aufnehmen. Und wenn es dann nicht funktioniert und man irgendwas Zusätzliches braucht, dann holt man sich das noch irgendwie von Freesound oder aus irgendwelchen Archiven. Das ist total okay. Und na klar, es muss am Ende funktionieren. Ich bin noch ein ganz großer Fan von Kleiderrascheln, von Foleys und Fußschritte und stehenbleiben und weitergehen und anhalten und so weiter. Das ist eigentlich mein Ding. Und jetzt großartig darüber reden, also richtig fachbezogenes, da bin ich eigentlich auch immer fast raus, weil das ist einfach nicht so richtig meine Welt. Ich versuche einfach dann die Szene so hinzubekommen, wie sie klappt und mit allen Sounds, die ich dafür brauche. Ich weiß, wo ich sie herbekomme und ich nehme auch ganz viel selber auf und dann passt es auch. Und für Frank, da bin ich eigentlich ganz dankbar. Das war bei Bestseller Zukunft, war das erste Mal so richtig was mit Aliens und Angriff und Donner und Krawall und so weiter. Das hat aber richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Anspruchsvoll. Daniel, wie ist es bei dir? Also ich versuche mich schon mit der Technik auseinanderzusetzen, auch Technik zu verstehen. Das geht bei den Basics los. Was macht der Kompressor und warum brauche ich einen Limiter? Haben mir auch so ein kleines Büchlein gekauft, wo ich ab und an mal reinschaue. Es ist manchmal etwas schwierig, deswegen ich probiere eben klassisch nach Try and Error aus, was hört sich gut an. Lass auch ganz gerne mal den einen oder anderen drüber hören, was der für eine Empfindung hat, wie hört sich das an? Klingt das jetzt, als wenn er in einem Raum steht oder doch in einer großen Halle? Und ja, also ich finde es schon nicht unwichtig, weil man kann eben, gerade wenn man die Sprechertakes von unterschiedlichsten Quellen bekommt, was ja auch beim Hörspielprojekt.de der Fall ist, dass man Dezente Schleichwerbung. die nehmen alle unterschiedlich auf, vom angefangen im Sitzen im Schrank oder haben sich eine Sprecherkabine gebaut. Und da muss man ja schon so ein bisschen anpassen, dass sich das irgendwie gleich anhört. Deswegen finde ich so eine Basic an Technik und finde ich gar nicht unwichtig. Allerdings ich bin da auch einfach, also ich bin hauptberuflich Grafikdesigner, habe damit also mit Audioproduktion theoretisch nichts zu tun. Und man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, aber ich denke letztendlich, das Ergebnis zählt und wie man da hingekommen ist. Ja, das ist bleibt jedem selbst überlassen, ne? Aber es muss halt irgendwie passen. Also ich benutze auch Cubase 8 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich froh, dass ich es halbwegs hinbekomme, ohne dass ich irgendwie mit Kompressor und Limiter oder sowas arbeite. Ich wüsste nicht, wie ich sie einsetzen würde, also wie ich sie einsetzen müsste.
Daniel, du hast ja schon gesagt, dass du dich da in Büchern beliest. Wie habt ihr euch generell euer, wie sage ich das, Schnittempfinden, euer Schnitttalent angeeignet? War das von vornherein da? Habt ihr ja Bücher gelesen? Habt ihr Tutorials euch im Internet reingezogen? Wie habt ihr euch da entwickelt? Also so ganz stimmte meine Aussage vielleicht doch nicht. Ich bin ursprünglich, habe ich gelernt in einer Foto- und Videoproduktion, war also kurzzeitig Fotoassi und Videoassi, heißt also auch Videoschnitt. Bin aber dann ja eigentlich in den Grafikbereich gewechselt. Aber daher habe ich im Prinzip die Schnitttechnik erlernt, weil zwischen Video und also Hörspielproduktion, da sind die Unterschiede jetzt für mich nicht so, ganz so gewaltig. Also man Das hat, stimmt. also man ja, man hat ein Gespür dafür, wann muss jemand was sagen, wann kommt die Antwort, wann sind die Pausen zu lange. Das kriegt man so, also das habe ich im Prinzip in der Ausbildung schon so ein bisschen gelernt, habe dann später auch so Reisedokumentation geschnitten und deswegen war mir so diese Hörspieltechnik, Dialogschnitt, war mir jetzt auch nicht fremd. Und alles andere habe ich mir dann einfach selbst beigebracht und habe mir auch ja, YouTube-Tutorials angeguckt, auch zu Cubase und anderen Dingen, die man so technisch irgendwie mal benutzen könnte. Und eine ganze Portion Erfahrung habe ich bekommen bei einer, also meiner ersten professionellen Hörspielproduktion für David Holley. Und da habe ich auch erstmal festgestellt, wo die Unterschiede zwischen einer Hobbyproduktion und einer professionellen Produktion liegen. Weil der Techniker, der hat mir da also einfach Dinge vorgeschlagen, die ich machen soll. Da habe ich einfach gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon der spricht. Also er meinte dann zu mir, ja, die S-Laute wären extrem, ob ich die nicht einfach tracken könnte. Und da habe ich überlegt, ja, also wenn ich wissen würde, was er meint, könnte ich es vielleicht, aber also ist nochmal ein gehöriger Unterschied. Wirklich, also zu meinen Produktionen, wie das bei euch ist, kann ich nicht beurteilen. Aber trotzdem, ich hätte jetzt gesagt, dass die Ursprünge habe ich eigentlich aus dem Videoschnitt. Vielleicht kommt daher auch so das Interesse, ein eigenes Hörspiel mal zu machen, weil man ja so ein bisschen, ja, ein bisschen den Plan davon hat. Also ein ganz klein bisschen. Ja, das war bei mir eigentlich ganz ähnlich. Also ich habe ja hier im Forum angefangen mit Shorties, also so kleine Hörspiele, einfach so zum Ausprobieren. Da haben ja teilweise auch Sprecher schon eingesprochen. Das war wirklich nur zum Üben. Ich habe mir gesagt, so dieses Hörspiel, was ich machen möchte, das Bündnis, das möchte ich eben selber cutten, aber das reicht noch lange nicht, was ich dafür kann. Und im Grunde konnte ich noch gar nichts dafür. Aber da war es dann einfach dann Zeit, das auszuprobieren. Das war 2014, glaube ich, habe ich angefangen. Ja, Anfang 2014 und ich fand, man kriegt es relativ schnell raus, also wie es funktioniert, wie so eine Szene sich aufbauen kann und wie es einfach räumlich klingt. Wichtig finde ich persönlich immer wieder und immer noch, wahrscheinlich für alle Zeiten Testhörer. Die hören immer noch wieder ganz viel andere Sachen, die man vielleicht selber, die einem vielleicht entgehen, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Aber die Gestaltung an der Szene selber, da muss man schon einen kleinen Weg gehen und man muss wirklich ausprobieren. Ich bin aber, wie gesagt, ganz untheoretisch. Also ich bin dann wirklich nur meistens nur mit den Ohren dabei und höre und checke, ob das funktionieren kann oder nicht. Und irgendwann erhöht sich einfach auch die Schlagzahl, wo man dann gut trifft und wo dann die Testhörer nicht mehr sagen, was war denn das für ein Geräusch? Und das erst noch erklären muss, was es ist. Und ich denke, im Laufe der Zeit wird man da besser. Also bin eigentlich ganz froh, ich habe einen ganz guten Workflow mittlerweile. Ich komme gut voran, ich weiß, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Versuche es auch ganz ökonomisch zu machen. Und deswegen geht das eigentlich auch recht schnell voran. Also manchmal dauert es eben nur ein paar Wochen. Ne? Oder wie in meinem Fall ein paar Jahre. Ja, bei mir ja auch. Das habe ich ja auch. Obwohl ich sagen muss, so Testhörer, gerade wenn man mit so den ersten Projekten anfängt, ist es wirklich, also halte ich für eine unheimlich gute Sache, weil man selber, man achtet ja auf andere Dinge, weil man hat den Schnitt vor sich, man weiß genau, jetzt kommt die Szene und jetzt sagt er das und da muss der Ton rein. Und ein
jemand, also der Testhörer selber, hört das zum ersten Mal, wie wenn man ein Hörspiel gerade das erste Mal in den CD-Player packt. Und die haben einfach ein anderes Empfinden fürs Hören, weil die eben nicht so nah dran sind an dem Projekt. Deswegen finde ich so Testhörer immer eine feine Sache, und man erfährt auch ein bisschen was über den Hörer. Also wie hört er, wie nimmt er Sachen wahr? Ich habe bei meinen Produktionen einige dabei, die sind entweder semi-professionell, mittlerweile auch professionelle Sprecher, und die hören auch wieder anders. Also deswegen, so Testhörer, muss ich sagen, ist für Beginner und Anfänger wie mich, ist das wirklich eine gute Sache. Ja, Amen. Definitiv, dem würde ich mich auch hundertprozentig anschließen. Marek, du bist vorhin auf, ich glaube, es war Marek, auf dezentrale Aufnahmen eingegangen. Halt, dass eben die Leute und. Nee, Daniel war es, Ja, das war sorry. Daniel. Ich war's, ja. Ja, Daniel ist schuld. Dass also Leute nicht miteinander aufnehmen, sondern eben unabhängig voneinander. Wie steht ihr dazu? Findet ihr das. Nee, ich muss anders fragen. Findet ihr es dann sinnvoll, dann. Nein, Faden verloren. Frage aboutet hier ein Schnitz. Nee, ich wollte eigentlich tatsächlich auf was hinaus, worauf Marek angesprochen hat. Marek, du hattest vorhin angesprochen, mit Sachen, die im Skript stehen, von wegen, was ist das denn für ein Geräusch? Man hat es ja ganz oft im Skript, dass da dann irgendwie steht, Geräusch, er packt sie am Arm oder sie tritt ihm vors Schienbein oder sowas in der Richtung. Wenn ihr als Cutter so eine Soundaufforderung seht, wie geht ihr damit um? Ich persönlich habe da immer totale Probleme, weil das sind absolut unprägnante Sounds. Man hört dann vielleicht einen Tock, aber daraus wird halt nicht deutlich, dass es eben jemand ist, der am Arm gepackt wird oder der einen Tritt vor Stimme bekommen hat. Wie geht ihr damit um? Bei meinen Skripten habe ich am Anfang im Prinzip darauf geachtet, dass die Sounds relativ simpel sind, einfach weil ich genau wusste, ich muss sie ja auch irgendwie machen oder mir besorgen, und habe dann recht zielgerichtet einfach genannt, irgendwie Schritte auf Holzboden oder Türklopfen und so weiter. Mir ist es allerdings auch beim Schreiben schon passiert, dass ich eine kurze Szenenbeschreibung gemacht habe und dann stand da, er versteckt sich hinter einer Mauer. Ja, genauso. So, dann hat mich dann der Sprecher angerufen und sagte, hör mal, wie stellst du dir das denn vor? Ich sage, was meinst du? Ja, hinter der Mauer, wie willst du das darstellen? Und dann habe ich festgestellt, das ist einfach eine Anweisung, die ist Blödsinn. Also die funktioniert einfach nicht. Im Hörspiel selber habe ich das einfach so gelöst, dass die laufen auf Kies und man hört dieses klassische so Knatschen auf Kies, dass man denkt, noch ein kleiner Ast, der bricht, dass man das Gefühl hat, die gehen in die Hocke. Ob da jetzt eine Mauer steht oder nicht, das wären dann entweder Aufgaben für den Erzähler oder ein Sprecher würde sowas Belangloses sagen wie, hier ist eine Mauer, hier können wir uns verstecken. So, das sind, ja, ich meine, es funktioniert halt, ist manchmal nur ein bisschen platt, ist genauso wie damals bei den drei Fragezeichen. Mach den Verstärker an, Justus, ne, damit wir mithören können. Ja, ich mache den Verstärker an, damit ihr mithören könnt. Also, Achtung, ich ziehe den Splint aus der Granate. Ich ja. werfe sie. Hua! Genau, richtig. Also, ich meine, es hat ja auch so es kann ja auch lustige Momente geben, aber ja, bei meinen Hörspielen habe ich, zum Teil auf den Sprecher verzichtet, nicht weil ich den störend finde, sondern es hat sich einfach beim Schreiben so ergeben und da muss man manchmal auch Kompromisse machen. Es funktioniert nicht alles im Skript. So, und manche Sounds sind einfach, die funktionieren nicht und da muss man ach, beim Cutten einfach sagen, ja, die verstecken sich jetzt nicht hinter der Mauer, sondern die gehen einfach in eine Hocke und fertig. Ja, aber das ist ja auch die Herausforderung. Ich meine, wir machen ja hier Hörspiele, ne? Und du hast eben Text und du hast Geräusche und du hast vielleicht noch ein bisschen Musik. Das sind die drei Elemente. Und aus denen musst du was hinkriegen, dass es am Ende klar ist, da versteckt sich einer hinter der Mauer. Ne? Also soweit die Mauer jetzt inhaltlich wichtig ist. Aber das ist ja gerade die Kunst. Ne? Also da müssen wir dran arbeiten und einfach gucken, wie kriegen wir das jetzt hin. Aber das ist ja eigentlich auch dann die Aufgabe des Autors und dann nicht mehr unbedingt des Cutters. Ne? Also die Hör Mauer gut kann man hin, nicht darstellen. Frank, hör gut hin. Bei Frank habe ich da eigentlich weniger Probleme. Aber wenn jetzt zum Beispiel im Skript steht, es fängt an, Aufblende, Nebel. Aha,
Okay, was mache ich mit Nebel? Wie soll ich den darstellen? Also, ne, das geht dann nicht. Und Hörspielskripte sind da einfach nochmal eine Nummer anspruchsvoller. Und da geht es einfach genau darum, das hinzukriegen. Und ich mag das auch nicht, wenn es dann benannt wird von den Sprechern, was sie denn tun. Aber man weiß, sie tun es nur, damit wir mitkriegen, ja, was gerade geht. Nein, das ist ja nicht Hörspiel. Das ist ja nicht unsere Herausforderung dabei. Also es kommt auch durchaus vor, dass man einfach Geräusche einfügt, die im Skript gar nicht drin sind, aber die trotzdem erforderlich sind, weil auch ein Skriptautor ja, beschreibt vielleicht eine Szene, gibt so ein paar Infos, wie sollen die Sprecher klingen, sind die jetzt ernst, sind die traurig, aber im Schnitt selber stellt man fest, man könnte einfach noch mehr Atmosphäre reinbringen, wenn man im Hintergrund zum Beispiel im Wald ein Käuzchen hört oder man hat Windrascheln. Das sind so Sachen, also bei mir ist es so, die entwickeln sich beim Cutten und dann denkt man sich, ach, da könnte ich doch noch. Und Ja. also diese Freiheit sollte man sich vielleicht auch noch einfach geben, sich nicht strikt ans Skript zu halten, sondern einfach versuchen, die Szene noch so ein bisschen wirkungsvoller zu gestalten. Und das muss nicht immer zwingend auch im Skript so festgehalten sein. Ja, das denke ich mir auch bei den Stimmen immer, wenn ich da also Takes habe, die zwar vom Skript ein bisschen abweichen, aber den Sinn rüberbringen, finde ich das auch dann immer völlig in Ordnung, wenn da dann eben mehr Dynamik oder eben mehr Emotion hintersteckt. Das kann, ähnlich wie mit den Geräuschen, kann das auch dem Hörspiel an sich sehr zum Vorteil sein. Macht das Sinn? Ja. Ja, macht Sinn. Ja, das ist cool. Also es gibt auch wirklich einige Sprecher, die das auch mitmachen. Die räuspern auch, die probieren was aus. Dann gibt es auch mal irgendein Knarzen oder irgendwas, also irgendwas einfach lebendiger klingt und so weiter. Auch mal ein Husten. Also nicht privat, sondern halt für die Rolle auch. Und das finde ich auch mal sehr spannend. Da kannst du sehr viel draus machen. Das wird gleich viel authentischer und flüssiger. Und ich nehme sowas auch ganz gern mit rein, wenn es passt. In welcher Reihenfolge schneidet ihr? Bei mir ist es also so, ich mache es chronologisch, Szene für Szene, und dann für jede Szene erst den Rohcut, also den Dialogcut, und behänge das Ganze dann mit Atmosphäre, mit Geräuschen, schieb dann die Dialoge nochmal zurecht, falls notwendig, und gehe dann, wenn das fertig ist, zur nächsten Szene. Und wenn dann alle Szenen fertig sind, dann haue ich den Musiker an, ey Musiker hier, ich habe das reguläre fertig. Jetzt bist du dran. Wie geht ihr daran? Also, ich mache es im Prinzip ähnlich. Nach der Take-Bearbeitung, wenn da was gemacht werden muss, mache ich grundsätzlich zuerst den Dialogschnitt, damit ich auch ja, also ein Empfinden für die Szene einfach habe, aufgeteilt in Szenen, Kapiteln. Also die entnehme ich einfach aus dem Hörspielskript. Wenn ich damit fertig bin, geht es dann halt los mit Atmosphäre. Atmosphäre heißt also sowas wie Windgeräusche oder man ist auf hoher See und dann kommen erst die Geräusche. Und wenn ich mit den Geräuschen durch bin, dann geht es auch schon an die Detailarbeit, dass man sagt, man macht dieses Panning, was kommt von links, was kommt von rechts. Und wenn ich alle Samples beisammen habe, dann geht es auch ja, so ein Vormastering. Also dann versuche ich wirklich die Lautstärken anzupassen und ganz zum Schluss dann eben in einer separaten Datei mache ich dann nochmal das Mastering. Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe schon vieles ausprobiert. Ich bin mittlerweile kein so großer Freund mehr davon, dass ich für das ganze Hörspiel komplett chronologisch erstmal den Dialogschnitt mache. Das habe ich bei Hinterkaifeck gemacht. Da war es aber gut, weil einfach so viele Sprecher auch dabei waren und ich das gut ordnen konnte und ich da auch erst angefangen hatte. Später habe ich das dann nicht gemacht. Eigenartigerweise zum Beispiel bei Franks Zukunftschroniken, bei beiden Projekten habe ich das nicht gemacht. Da habe ich gleich Dialogschnitt für eine Szene und dann sofort den Szenenschnitt halt für die Szene auch gemacht. Vielleicht, um dich da mal ganz kurz ein bisschen in die Prominenz zu schleifen. Ja. Welche Hörspiele hast du für Frank gemacht bisher? Ach so, das war einmal die erste Live-Folge, die Zukunftschroniken Live, Jasmin, und die zweite war Bestseller Zukunft. Die hatten jetzt letztes Jahr beide Premiere und ja, inhaltlich sehr unterschiedlich, aber auch sehr herausfordernd. Okay. Genau. Und bei Franks Zukunftschroniken war es irgendwie
anders. Ich weiß nicht warum, aber es war letzten Endes so, dass ich da den Dialogschnitt nicht komplett gemacht habe. Bin da jetzt auch drauf gekommen und auch bei geblieben. Ich gehe jetzt versuche mal ganz chronologisch vorzugehen, wirklich von Szene 1 an und jede einzelne Szene wird dann bearbeitet. Ich versuche erstmal die Stimmen alle trocken anzupassen, sozusagen. Also als würden sie klingen, als würden sie in einem Tonstudio alle zusammenstehen, sozusagen. Und dann packe ich allmählich so schon die ganzen Sounds, die so mit reinkommen, Kleiderrascheln und so weiter. Alles, was nah am Körper ist oder was direkt um die Figuren halt ringsrum ist, versuche ich dann zuzuordnen, anzupassen. Dann entwickelt sich so allmählich schon so eine Art Timing einfach auch. Also wie kann es klappen, wie kann es nicht klappen. Und dann geht es allmählich so in die Atmosphären, also ringsrum, alles Mögliche, was man dann für Hintergrundsounds braucht. Meistens braucht man da schon ein bisschen Vorarbeit. Also wenn ich jetzt überlege, Büro in der Zukunft, da hast du natürlich erstmal was zu tun. Da tippt halt keiner mehr auf dem, keine Ahnung, ne, auf der Schreibmaschine rum oder sonst was, sondern du hast dann eben irgendwelches komisches Piepen und so weiter. Das musst du dann dir zurechtlegen und ausprobieren und so weiter. Das wäre dann eine Arbeit, die vor der Szene noch passiert, damit ich sie dann später irgendwann runterlegen kann. Aber ich gehe tatsächlich von den Stimmen zu den Nahgeräuschen quasi um die Figuren. Also um die Sprecher letzten Endes. Und dann gehe ich ein wenig zurück. Irgendwann habe ich dann die Atmosphäre und ringsrum. Und dann kommt es eben auch, ne, verheilen und verpennen dann zum Schluss, dann bis die Szene dann passt. Das kann manchmal 2 Tage dauern, manchmal dauert es auch 2 Wochen. Oder noch länger. Oder noch länger. Jetzt ist es ja so, dass gerade bei Franks Hörspielen, dass da sehr viele und vor allem auch sehr unterschiedliche und teilweise ungewöhnliche Geräusche vorkommen, die man ja irgendwie sich zusammensuchen muss. Ich habe da eben ganz gute Erfahrungen mit Freesound gemacht. Meine Frage ist jetzt eigentlich an euch eher, was ist so das abgedrehteste Geräusch, das ihr benutzt habt und wozu habt ihr es benutzt? Vielleicht einfach mal als Beispiel. Ich habe zum Beispiel, damit jemand eine Axt ins Fleisch getrieben bekommen hat oder ein Messer oder sowas, habe ich das Ausnehmen eines Kürbisses benutzt. Das hat überraschend gut funktioniert. Habt ihr da auch sowas? Es ist noch in Planung. Also ich habe arbeite aktuell noch an einem kleinen Zombie-Hörspiel und habe bis jetzt es vermieden, irgendwelche Zerfleischer-Szenen zu machen, weil ich da die Sounds einfach noch nicht hatte. Und da habe ich mir sagen lassen, ein gehacktes mit einem Ei oben drauf und dann kräftig durchmengen. Oder zum Knochenbrechen. Ja, so ein paar Nudeln einfach in ein Handtuch wickeln und dann mal kräftig draufdrücken. Oh, das merke ich mir, das ist gut. Ja. Okay. Ja. Und bei ich habe also für den Frank die im Auftrag Virigots gemacht. Da war eigentlich die Herausforderung, ich glaube, Sandschaben hießen sie, nicht wahr, Frank? Genau, ja. Ja, da habe ich mich überlegt, ja, Sandschabe, wie sollen die klingen? So, und das war für mich so eine Herausforderung. Und als Grundsound hatte ich, ich weiß gar nicht, was es war. Es ist, glaube ich, so eine Art, es war so ein Monster-Gorn, was ich einfach elektronisch nochmal verzerrt habe. Dass es einfach, es sollte fremd klingen und kreischend klingen. Und da dachte ich, das würde vielleicht passen, auch. Dass ich keine Ahnung, wie eine Sandschabe klingt. Also, jetzt klingt die halt so. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Das habe ich mir damals auch noch gedacht. Gibt es nicht auch so eine Szene, wo diese Sandschaben oder irgendwelche anderen Viecher dann noch gegen Kraftfelder rennen? Wo ich gedacht habe, wie willst du das denn machen? Was soll das für ein Geräusch sein? Also ich war froh, dass ich das nicht machen musste. So. Ja, es war, ich habe auch gedacht, ja Mensch, da muss ich sagen, ich habe mir eine kleine Library gekauft. Weil ich ursprünglich dachte, dass der Frank so richtig so Laser Weapons haben möchte. Und da waren unter anderem auch so digitale Verzerrungen dabei. Und unter anderem war das wie so ein es hörte sich wirklich so an, ein Kraftfeld, was gerade so aufgeht, so ein, wie man sich das so vorstellen sollte, als wenn so ein Energieball so aufleuchtet. Und das habe ich genommen und habe es eigentlich nur in die Länge gezogen, also so ein bisschen mit dem Time-Stretch, dass es so länger ausklingt. Und als die Schabe dann davor rennt,
habe ich einfach so einen Interferenzsound genommen. Und da habe ich ein bisschen Echo draufgepackt und das macht er dann richtig so BUMM und dann zerrte das noch. Also das, ich war ein bisschen stolz auf mich. Als ich das fertig hatte, dachte ich, doch, ja, doch, 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 so muss das klingen. Ja. Kann man sich geben. Cool. Ja, das ist wirklich herausfordernd, muss man wirklich sagen. Also, ja. Stand das auch so drin? Sandschabe rennt gegen Kraftfeld? Ich müsste jetzt tatsächlich nachgucken, aber ich glaube, es stand drin, dass sie dagegen läuft. Ja, also, ja nicht ganz. Nicht ganz. Okay. Es war die Steppenschrecke. Steppenschrecke, okay. Genau, die Steppenschrecke. Großer Unterschied. Ja, ja. Die Sandschaben sind kleiner, ne? Das kannst du bei Freesound nicht googeln, ne? Nein. Nicht. Nein. Aber ich meine, das hat Spaß gemacht. Es war für mich, also ich habe jetzt noch nicht viele Hörspiele gemacht, aber es war mein erstes Science-Fiction-Hörspiel. Ich hatte so ein bisschen Bammel, weil ich eben ja gar keine Sounds hatte für ein Science-Fiction-Hörspiel. Mhm. Und es ist auch schwierig, die selber herzustellen, weil... Ich glaube, man kommt um so eine digitale Bearbeitung nicht drumrum. So. Und der einfachste Weg war einfach, sich eine kleine Library zu kaufen und da mal nachzugucken, was kann ich davon benutzen. Zum Beispiel die Waffensounds sind auch alle aus einer Library. Ich besitze einfach keine Knarre, mit der ich hier in der Gegend rumschießen kann. Und naja, Frank sagte dann, nee, er will schon wirklich so eine, ich sag mal, eine analoge Waffe haben, dass sie wirklich Projektile verschießen. Und da gab es ja dann diese Szene, wenn die Steppenschrecken angreifen und da habe ich Vollgas gegeben. Ja. Die ballern aus allen Rohren. Ja. Schön. Ja, und ich fürchte, damit neigt sich unsere Zeit auch leider schon so ein bisschen dem Ende zu. Vielleicht abschließend noch die Frage. Wir sind ja alle vier, die wir hier gerade sitzen, sind wir ja Freunde des gepflegten Hörspiels. Habt ihr Lieblingshörspiele? Ob es jetzt im kommerziellen ist, im nicht kommerziellen, ist völlig egal. Habt ihr da zum einen Favoriten, die ihr jedem ans Herz legen würdet? Habt ihr da Guilty Pleasures oder eben Sachen, die ihr riecht? Na gut, das vielleicht nicht. Aber Guilty Pleasures und Favoriten? Frank? Ja, und zwar von Oettinger Audio. Epic heißt das Hörspiel. Da geht's um, spielt in der Zukunft und die Hauptprotagonisten loggen sich in so ein Spiel ein, so ähnlich wie World of Warcraft. Und das fand ich ziemlich gut. Sind, ich glaube, 4 CDs von Connor Koslick. Und gibt es aber mittlerweile nur noch gebraucht, aber für kleines Geld. Das würde ich empfehlen. Also ich mag so die alten Klassiker. Jan Tenner habe ich... Ja, ich weiß nicht, wie oft gehört, aber unzählige Male. Dann gibt es einige Hörbücher, so aus dem Thriller-Bereich von Simon Beckett, Cody McFadden. Da finde ich einige, also ich finde die ultra spannend und teilweise recht brutal. Und muss nicht sein, aber oh, die haben mir ganz gut gefallen. Von den neueren Hörspielen hat mir sehr gut gefallen Fallen. Das fand ich einfach eine sehr gute Geschichte. Geht um einen Engel, der auf der Erde gesichtet wurde. Unheimlich von Marco Göllner. Sehr gute Geschichte. Und natürlich jetzt so brandaktuell Monster 1983. Ja. Also als 80er-Kind und muss ich sagen, großes Kino. Absolut, dem würde ich beipflichten. Ja. Marek? Ui, da komme ich ja aus der ganzen anderen Ecke. Ich bin eher so Fan von ganz alten Hörspielen, also richtig alt, so teilweise aus den 60ern, 70ern. Ich habe mich da mal durchgehört. Ich hatte einen Lieblingsautor vor Ewigkeiten schon, der mich immer wieder begeistert. Das ist Ray Bradbury, der ist ja nicht unbekannt. Und der hat mal eins gemacht, Leviathan heißt es, glaube ich. Ja, und das habe ich jetzt letztens wieder gehört und bin total begeistert davon. Also das ist so eine, in Anführungszeichen, moderne Version von Moby Dick. Nur dass es halt keine Wahl ist. Super klasse. Also bin ich total begeistert von. Ja, bei mir, ich habe auch so meinen Klassiker. Ich bin nach wie vor von der Hörspielreihe ein großer Fan, Marshall Bravestar, was eine sehr auf Anhieb eigenartig wirkende Verquickung von Western und Science Fiction ist, was aber erstaunlich gut funktioniert. Ich liebe es.
Monster 1983 absolut auch. Das ist im Moment so das Modernste, was ich gehört habe. Und Lock und Key fand ich auch nicht schlecht. Und wer auf Trash steht und dafür ein Fable hat, dem kann ich auch noch sehr die Jack Slaughter-Reihe ans Herz legen. Die ist grandios gesprochen, toll inszeniert und hat eine absolut bekloppte Story. Also richtig gut. Definitiv, ja. Ja. Ist ja jetzt gerade die MP3-Box neu auf dem Markt. Die habe ich mir auch direkt gesichert. Nach der muss ich mal die Finger ausstrecken. Ja, ja. Ist so ein, ich glaube, 4 CDs mit MP3s und sind alle 20 Folgen enthalten. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Und ja, bitte gerne. Unbedingt. Ja, dann verabschieden wir uns in die Nacht, liebe Zuhörenden und Zuhörende. Und war ich eine Minorität. Gute Nacht. Tschüss. Hallo liebe Hörer der Zukunftschroniken, hier ist der Sarge. Auch ich spreche in dieser Serie immer wieder mal eine kleine Rolle mit, was mir sehr großen Spaß bereitet. In diesem Sinne wünsche ich euch sehr viel Spaß und gute Unterhaltung mit den Zukunftschroniken. Euer Sarge. Hallo, mein Name ist Vera Bunk und ich habe heute die Ehre, etwas über die 20. Folge der Zukunftschroniken sagen zu dürfen. Ich meine, es ist ja schon toll, dass man überhaupt eine Serie so lang am Leben erhält. 20 Episoden, ich meine, wow. Also erstmal herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall von mir an Frank Hammerschmidt. Und ich finde es total fantastisch, dass er das macht und mit so einem tollen Team auch als Unterstützung immer wieder ganz tolle Sachen halt auf den Markt bringt. Und das auch noch für umsonst und mit so einer Ambition an der Sache arbeitet, das finde ich ganz großartig. Und ja, das gehört auf jeden Fall in die, wie soll man sagen, Hörspielwelt, so eine Sache. Und ja, es ist ja auch immer wieder super, mal in die Zukunft einzutauchen sozusagen. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich Teil der ganzen Sache auch sein durfte und freue mich auf jeden Fall auf weitere Episoden und wünsche ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und Spaß an der Sache hauptsächlich. Und ja, mach weiter so, Frank. Die Zukunftschroniken sind für mich utopisch, unterhaltsam, beklemmend, fantastisch. Innovativ, originell, düster, überraschend, akustisch bombastisch, detailverliebt und zeichnen sich immer durch eine sehr stimmige Sprecherauswahl aus. Und das alles auch noch in einem Veröffentlichungstempo, bei dem man meinen könnte, Frank hätte mehrere Persönlichkeiten, die alle an verschiedenen Geschichten gleichzeitig schreiben. Zukunftsvision oder wahre Präsenzbegebenheit? Glückwunsch auf jeden Fall zur 20. Thank you.
Jinglesprecherin Podcast Vera Bunk. Podcast Intro und Outro Siebenklang.